What's up, Mann und Frau? Willkommen zurück zu Mario bereist die ganze Welt. Das Spiel. Ja, wir sind jetzt hier in dieser coolen Eiswelt, wo wir schon ein bisschen angefangen haben im letzten Part. Und hier haben wir noch einiges vor uns. Später auch den grünen Switch Palace. Checken wir erstmal das Level hier. Frozen Way. Okay, das ist... Das ist Chrono Trigger Musik, oder? Also originale Musik. Alles, was du siehst, ist eingefroren. Du kannst einfach drüber laufen. Auch eingeschlossen sind Gegner. Manche Objekte funktionieren nicht, weil sie eingefroren sind. Okay. Uiuiui. Okay, der geht nicht. Wieso ist der in der Mitte eingefroren, der Rest nicht? Also ich meine, ist es nicht am wahrscheinlichsten, wenn überhaupt was eingefroren ist, dass es alles ist? Außer die Mitte? Oder die Mitte als letztes? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Experte. Mario hat andere Farben in diesem Level. Ehrlich gesagt, gefallen die mir sogar ein bisschen besser als die OG-Mario-Farben. Ich fand immer, eine Sache, die mich immer an Mario World ein bisschen gestört hat, waren Marios Klamotten, also Marios Farben irgendwie. Weil in keinem anderen Mario hat Mario so ein pinkhaftes Rot an oder so ein rosaliches Rot wie in Mario World. Das fand ich immer ein bisschen unpassend. Sogar die Viecher sind hier eingefroren. Und ich habe nichts dagegen, wenn das mal jemand ändert zu solchen Farben. Also das ist ein bisschen bläulicher, die Hose, nicht so hellblau, das Rot ein bisschen stärker rot. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich finde, das passt einfach mehr zu Marios tatsächlichem Look. Irgendwie. Okay. Selbst die Peacewitch-Musik hat jetzt einen kleinen Remix, aber ich glaube, das ist auch unbeabsichtigt. Geh mal hier rein. Hier haben wir einen coolen Geheimweg. Okay. Für eine Cape. Für ein Cape. Okay, ich weiß nicht, von wo die Musik ist, aber auch irgendein SNES-RPG. Aber das ist doch bestimmt Chrono Trigger, oder? Lass mich bitte ein einziges Mal recht haben und richtig liegen mit sowas. Okay, her damit. Du gehst. Also ich mag das Level. Ich weiß nicht, vielleicht wird es noch irgendwann richtig scheiße und ich werde es hassen, aber jetzt gerade mag ich es. Oh, ich wollte fliegen. Moment. Ist eins der wenigen Level, wo man mal ein Cape zur Verfügung gestellt bekommt. Na, okay. Okay, vielleicht kommt ja irgendwas, was alles enteist oder so, aber dann stelle ich mir das Level echt schwer vor. Also ich kann auch nicht mit Feuer die Sachen enteisen, okay. Dann ist das halt so. Ich weiß so gar nicht, wo ich überall lang soll. Alles, irgendwie habe ich gefühlt jetzt drei Wege, die ich hätte gehen können. Aber ich find's cool. Also ich find's cool, dass ich auch über die eingefrorenen Prompts und so laufen kann. Hat schon was. Also. Fehlt hier eine Plattform? Achso, ich kann auch so, ne? Okay. Stimmt. Muss halt echt gucken, wo man die Möglichkeiten hat. Der ist ja auch eingefroren. Auch hier, wo gehe ich lang? Also so wundert es mich natürlich nicht, dass ich irgendwelche Yoshi-Coins verpasse. Kann sein, dass ich echt eine irgendwo noch liegen lassen habe. Wer weiß das schon. Dank für die ganzen Feuerblumen. Naja, einmal Cap würde ich gerne behalten, aber ich wette, das Level ist eh gleich da oben zu Ende. Also ist das eigentlich egal. Aber lass mich wenigstens... Okay, ist nicht schlimm. Ich meine, es war auch unvermeidbar, den zu kriegen. Boss? No way, wir haben den Geisterboss. Unser erster Boss in diesem Spiel. Glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Wir haben doch einmal gegen... wir haben einmal gegen Wendy gekämpft. Das habe ich schon völlig vergessen. Okay, wir haben alle Yoshi-Münzen bekommen. Ich finde es irgendwie cool, dass... das ist ein eingefrorener Checkpoint. Dass der Geisterkampf und eine eingefrorene Münze... Yoshi-Münze. Ich finde es cool, dass der Kampf so nach der Röhre einfach stattfindet, wisst ihr? Und gewonnen. Wir haben nicht mal ein Safe-Set benutzt. Also... Ich würde sagen, eins der besseren Level. Welche Platzierung hat das bekommen? Das sehen wir ja gleich. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich finde, das hat alles richtig gemacht. Nicht nur Marios Farben, sondern 21. Level Design läuft... Gehen wir erstmal oben lang und dann unten. Level Design war gut. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Abwechslungsreich. Es hat Spaß gemacht. Das fand ich richtig schönes Level gerade eben. Mal sehen, wie das hier so ist. Also jetzt muss ich mich erstmal umdenken, dass nicht mehr alles eingefroren ist. Und wenn hier sowas die Farbe hat... Doch, das ist eingefroren, okay. Aber die Münzen sind nicht eingefroren. Okay, was soll das hier? Ist da was versteckt? Du lässt das mal, bevor du auf irgendeine blöde Idee kommst. Da komme ich nicht hin. Nicht so jedenfalls.
Mist. Ich bin gesprungen, aber es war immer noch ein minimales Stück zu spät. So, gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Also, grafisch gesehen orientiert sich das auf jeden Fall sehr am Original. Ich meine, klar, die Farben sind ein bisschen oft anders, aber als in Mario World jetzt im Vergleich. Aber das und die Musik, die Böden sehen alle wie Mario World aus. Und das sage ich nicht mal als was Schlechtes. Das muss nichts Schlechtes zwangsläufig sein. Okay, da hinten wird es noch kälter in der Cave. So kalt, dass die Zementblöcke in schmerzhaftes Eis umgewandelt worden sind. Also, das heißt, berühren verboten. Ich krieg einen Pilz geschenkt. Ich bin mal gespannt. Also, die sind jetzt böse. Okay, ja gut. Ich bedanke mich zumindest dann für die Info, aber irgendwie geht leider sowas nicht in meinen Kopf rein. Dass man jetzt so umdenken muss, Blöcke sind jetzt böse, wenn jetzt keine Mancha-Animationen kommen oder sowas. Okay. Es ist ein bisschen schwer, finde ich, auf das Bild zu gucken, weil ich mag persönlich nicht diese super transparenten... Oh, ich wollte einen Spinjump machen, das wäre mein Todesurteil hier. Ich mag nicht diese transparenten Böden und das alles. Das finde ich mal ein bisschen weird, da durchzugucken, in den Hintergrund reinzugucken. Ich meine, es ist nicht zwangsläufig was Falsches, weil ich meine, das kann ja sein, das ist eine Eisschicht und Mario, ne, steht da und wir gucken durch das Eis durch. Aber es ist trotzdem ein bisschen anstrengend für die Augen. Aber es ging jetzt auch gar nicht lange. Also Silver war auch in Ordnung. Fand ich nicht schlecht. Green Switch Palace von Daisu Defon, das ist ein Name, den ich kenne. Irgendjemand, der sehr präsent ist in Mario, in der Mario Community. Shiny Green Pipe. Return back here. Yellow Pipe, Rice Floor. Blue Pipe, Revert Floor. Okay, also grün ist wieder zurück hierhin. Gelb geht rauf, blue geht runter. Ich kann es auch einfach skippen. Okay. Das heißt, das ist eine creepy Musik. Warte mal, ich bin überhaupt nicht wieder da. Wo ich am Anfang war, aber das ist ja auch gut. So, okay, das war ein bisschen peinlich gerade. Okay, mal sehen. Gehen wir einen rauf? Ich kann auch weitergehen. Also ist das ein Labyrinth? Ich erwarte die krassesten Gimmicks jetzt hier gerade. Ah, wir nehmen mal bestimmt den P-Switch mit, oder? Das muss doch irgendwie einen Sinn haben. Oder? Ich meine, dort konnte ich anscheinend nicht mehr viele mitmachen. Okay, das sieht gut aus. Machen wir das. Wir sind jetzt eine Etage weiter oben, oder? Hätte ich den drücken dürfen schon? Moment. Ich brauche jetzt den silbernen. Kriege ich in diesem Raum noch den silbernen P-Switch? Das ist ein normaler, das ist der silberne. Das ist gut. Damit sollte ich wieder zurückkommen und weitergehen können. Nämlich so und so. Und dann beeilen wir uns, weil das Ding ist hier nicht ewig an. Und können hier weitergehen. Hier rein oder weiter? Ich glaube, hier rein, oder? Ich mache mal ein Safe-Set, dann gucken wir mal. Okay, Checkpoint ist ein gutes Zeichen. Checkpoint heißt nicht verkackt. Skip. Okay, wir können skippen. Das ist sogar nett, dass wir sagen können, wisst ihr was? Wir wollen gar nicht das Level machen. Wir wollen einfach nur den Switch aktivieren. Aber ich will das natürlich spielen. Solange ein Level möglich ist, nicht wie dieses eine da, dann bin ich auch bereit, das zu spielen. Okay, wir brauchen einen Switch Palace, nicht einen Switch Palace, einen P-blauen Switch. Okay, da ging es, glaube ich, noch weiter. Oder? Man kann auch hier oben lang. Jetzt fängt es, glaube ich, erst richtig an, kompliziert zu werden. Schauen wir uns mal hier um. Okay, hier ist einer. Cool. Wir können den nehmen. Aber wir kommen da gar nicht dahin, oder? Moment. Moment, Moment. Ich lasse das hier liegen. Kann ich? Ich sterbe hier. Ich kann einmalig darüber. Moment, vielleicht mit dem P-Switch? Das geht doch, oder? Der Sprung. Okay, Moment. So schwer soll der eigentlich gar nicht sein. Geh mal weiter nach da. Ja. Oh, zieh doch nicht immer zurück. Was ist mit dir? Okay, wir sind drüben. Okay, ich bin jetzt hier, aber leider
Ach, da bildet sich ein Boden. Moment. Hier ist Boden. Oh Mann, jetzt weiß ich auch, warum der drauf laufen darf und ich nicht. Weiß ich doch nicht. Ey, was ist denn hier los? Okay. Moment. Wie weit darf ich gehen? Das ist aber blöd. Warum haben die das so gemacht? Oder der Typ? Ich finde, das hat gar... Nein, nein, nein. Ich will nicht beide drücken. Ich finde, das hat gar keinen Mehrwert irgendwie, dass man den Boden nicht sehen kann. Hallo? Was? Von wo bin ich denn jetzt da nochmal gesprungen? Okay. Wo gehen wir damit hin? In die Grüne? Grüne führt uns immer zurück zum Anfang, richtig? Jetzt bin ich hier. Da ist noch ein On- und Off-Switch. Ach du Scheiße, das hätte ich mal beachten sollen. Das heißt, ich glaube, ich habe das in der falschen Reihenfolge gemacht. Kann das sein? Was, wenn wir hier reingehen? Dann komme ich im gleichen Raum nochmal raus. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich hätte vorher... Warte, Moment. Das ist jetzt ein... Was, wenn ich da reingehe? Letzte Möglichkeit. Dann komme ich hier raus. Aber da habe ich auch nicht viel von, ne? Kann das sein? Hier sterbe ich. Okay, Entschuldigung, Moment. Moment, das Level ist kompliziert, scheint es. Okay, was machen wir, wenn wir erstmal... Vielleicht war ich ein bisschen zu voreilig. Vielleicht muss ich erst nur mit dem Blauen los. Ist wieder eins von diesen Leveln. So, erstmal nur mit dem Blauen. Damit zurück zum Anfang. Und dann erstmal das On-Ding auf Off machen. Okay, das ist das hässlichste Off, was ich gesehen habe, aber... Na? Vielleicht ändern sich ja jetzt ein bisschen die Dinge. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich hoffe, das haut dann noch hin. Ich weiß auch gar nicht, was sich jetzt levelmäßig hier verändert hat, dadurch, dass ich das gedrückt habe. Okay, das ist schon mal offen. Das sieht sehr weird aus. Ich brauche beide Dinger für hier, richtig? Ich glaube, ich muss jetzt einfach nochmal das gleiche machen wie eben. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt vorher den Switch, also nicht den Switch, den Block auf off gedrückt habe. Nein, nicht beide drücken. Okay. Mann, komm schon. Ist gerade sehr wichtig, dass das rund läuft hier, okay? So, das nehmen wir, damit gehen wir zurück. Und dann wird das richtig gut, glaube ich. Moment, was mache ich? Ich will den gar nicht drücken, oder? Will ich den drücken? Muss ich einen Double Grab machen oder ist das deaktiviert? Kann auch sein. Aber... Moment. Oder lass mich erstmal gucken. Ich habe jetzt den. Kriege ich den anderen auch normal und kann damit zurück? Den hier? Ja, doch. Ich kann mir hier noch den holen. Dann brauche ich hier keinen Double Grab machen. Ich kann ihn auch direkt drücken, oder? Ich muss jetzt gar nicht nochmal zurücklaufen damit. Okay, Moment. Das war ein Versehen. Okay. Gut, dass das funktioniert hat. Ich war sehr verwirrt. Ich bin jetzt... Am gleichen Ort? Ah, Moment, aber drei Abmond, nicht nur das, sondern... Was kann ich denn hier überhaupt? Also ich meine, ich muss ja wohl durch die Tür gehen. Denke ich mal, ne? Weil die Tür ist jetzt da. Die Tür war vorher nicht da. Achso, das war's. Das ist mir scheißegal, dass da nochmal die Regeln stehen. Okay, Moment, ich habe noch ein paar Fragen. Was wäre, wenn ich hier reingehe? War ich hier schon? War das am Anfang? Doch, das war der erste Raum. Das war der erste Raum. Und was ist Skip? Bringt mich einfach dahin. Okay, wir haben gewonnen. Auch wenn es ein voll den Grafikfehler. Power of the Switch, you have pushed, will turn the green lines blocks EO solid cape only blocks. Progress saved. Ja, Marke stand davor. Okay, das war kompliziert. Moment, wieso ist da... Okay, oben war kein Haken, aber jetzt ist da doch ein Haken. Plus den Mond. Ich weiß nicht mal, wie man es löst ohne Mond. Aber was soll's. Wir haben gewonnen, das war sehr cool. Machen wir das Level. Das sieht ein bisschen böse aus, weil es hat sogar Soundeffekte, wenn ich da hingehe. Hört ihr das? Sehr cool. Okay, machen wir das und dann gehen wir den unteren Weg. Okay, das ist das böse, böse Kettensägen-Level. Aber ein schöner Hintergrund auf jeden Fall. Das gefällt mir. Ich mag das, wenn die so mehrfarbig sind. Okay.
Ich kann nicht fassen, dass ich das geschafft habe, ohne einen Treffer zu kassieren. Das Fiese ist, diese Böden hier, die sind auch noch rutschig zusätzlich. Okay, Moment, ich habe ein bisschen Angst. Ah, jetzt. Okay. Okay, ich springe über ein Bullippe. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich mache das jetzt einfach so. Das ist schon ein Checkpoint. Das ist aber gar nicht so lang bis jetzt das Level gewesen. Ich meine, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich meine, so wohl fühlt man sich jetzt auch nicht gerade in diesem Level. Oh, Moment. Das müssen wir nochmal machen. Kriege ich die? Doch, die kriege ich. Easy. Nicht wegrutschen. Das ist ein bisschen das Fiese da dran. Schaffe ich es darüber? Oh, gerade noch nicht. Moment. Jetzt aber. Jetzt muss ich was Schweres hier machen. So und so. Okay. Und du... Lass mich mal in Ruhe hier. So. Voll erwischt. Na gut, aber dafür habe ich ein paar Props. Wollen wir in die Röhre rein? Nein. Die Antwort ist nein. Also, dann ist es die Röhre. Okay. Völlig verwirrt. Okay, das scheint ja... Oh, mit Geld nicht schwer zu sein. Haben wir die auch und können hier raus. Und zack, Plattform, zack, Plattform. Aber die Grafik auf diesen, von diesem Plattform kommt mir gar nicht bekannt vor. Also, ich glaube, das sind die normalen Plattformen, aber mit so Schneeeffekten noch ein bisschen drauf geklatscht. Ist ja gar nicht schlecht aussieht. Und zumindest erklärt, warum es rutschig ist. Okay, gewonnen. Es war eigentlich sogar ziemlich cool, das Level. Also dafür, dass so ein Kettensägen-Fiasko war. Immer noch nicht schwer genug. Also, was soll ich sagen? Fair. Das wollte ich sagen. Also, ich fand's fair schwer. Hat mir Spaß gemacht. Auch ein schönes Level. Ja, sehr schön. Okay. Was ist das hier unten? Blue Dabadi Dabadu. Los geht's.